Herzlich willkommen, liebe Tennisfreunde, zurück beim Tennis in Berlin. Wir sind mittendrin. Jill Krabers hier unten im Vordergrund gegen Martina Müller, die Deutsche. Spielstand sehen Sie eingeblendet. 6:1 zunächst. Der erste Durchgang an die Amerikanerin. Im zweiten jetzt 5:2 für Müller. Also komplett andere Verhältnisse. Sehr viele Fehler auf beiden Seiten. Im ersten Satz war es Müller. Und jetzt vor allen Dingen sie hier, mittlerweile 31 Jahre alt, kommt aus Kalifornien, die Gegnerin 8 Jahre jünger. Wetter ist nach wie vor sehr gut, ein bisschen schwierig jetzt, weil der Schatten langsam von der linken Seite ein bisschen, also Lichtverhältnisse sind da nicht einfach. Da haben wir Martina Müller, in Hannover geboren, kommt auch aus der Nähe, 23 Jahre jung, unter den Top 100 platziert. Der ist natürlich ziemlich versprungen. Sehr laufstarke Spielerin, Kämpferin. Die hat sich auch, obwohl sie schwach spielte, das muss man ganz klar sagen, im ersten Durchgang überhaupt nicht rausbringen lassen. Blieb immer dran. Müller schon zum 6. Mal hier dabei. Zweite Runde bisher, das beste Ergebnis. Und da will sie hin. Oh, wir kommen genau zum richtigen Zeitpunkt. Das ist ihre Stärke. Die ist so fantastisch schnell unterwegs und auch diese Martina Müller, absolutes Energiebündel mit ihren 1,65, aber eminent schnell unterwegs. Und damit Chance, in den dritten Satz zu kommen. Also da haben wir viel Moral gesehen von Müller, die absolut neben sich stand, aber die jetzt wieder da ist in diesem Match. Satzausgleich und wir warten ja noch auf die Partie von Hingis. Hingis gegen Panetta, sicherlich der Höhepunkt des heutigen Tages. Beide haben sich schon warm gemacht, warm gespielt auf einem Außenplatz. Es gab ja heute schon ein verletzungsbedingtes Ausscheiden von Anna Ivanovic, die gegen Ali aufgeben musste aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Das war die Partie hier vor, deswegen war es für beide Damen gar nicht so einfach, weil die dann ruckzuck auf den Platz mussten. Da muss man sich dann auch erstmal drauf einstellen. Die Beinarbeit, das große Plus, sie war im ersten Durchgang viel zu passiv. Die Deutsche, die in der Rangliste schon mal knapp an den Top 50 dran war, da will sie auch wieder hin im Juni, also im Sommer 2002, da stand sie auf 51, mittlerweile die 93 in der Welt. Papa ist ihr Coach, naja, und schönes Wetter, wozu lädt das schon ein? Entspannte Atmosphäre hier auf der Anlage. Hat sich auch ein bisschen mehr gefüllt jetzt im Verlaufe des Nachmittags. So, wesentlich mehr Fehler bei Krabers. Dieser 56 Minuten.
Und das war dann auch letztendlich der Schlüssel zum Erfolg für Müller, die jetzt viel konstanter spielte und zum dritten serviert. Ganz wichtig, jetzt direkt den Anschluss zu bekommen. In Satz Nummer 3 haben wir Krabes, 31 Jahre alt, aus Huntington Beach, Nummer 42 der Welt, fast ihre beste Platzierung, also die hatten einen richtig guten Lauf. Geht er dahin? Es gibt ja 100 Hinweise, Mobiltelefone ausmachen. Oft umsonst. Macht jetzt viel mehr Fehler, die Amerikanerin. Als noch im ersten Durchgang, da war es Martina Müller, die immer mal wieder patzte. Julia Schruff kam ja heute eine Runde weiter, das also immerhin ein erfreuliches Resultat. Annalena Grünefeld wird dann morgen einsteigen, die Topspielerin im deutschen Tennisland. Der sah sehr lang aus, aber Müller schaute noch mal hin, hat vielleicht noch gekratzt. Das war eine ganz kuriose Situation. Martina Müller wollte erst den Ballwechsel unterbrechen, guckt dann noch mal hin und sieht, naja, der war wohl doch noch dran. Und spielt dann weiter und macht dann den relativ glücklichen Punkt. Das war ganz wichtig, dass sie hier gleich zu Beginn dieses Auftaktspiel im dritten gewinnt gegen die erfahrene Krabes. Da haben wir rechts Julia Schruff und links daneben, das ist Barbara Rittner. Übrigens, ihr kleiner Hund, der hat mal Martina Navratilova gehört. Die hat ihr den nämlich vermacht, samt Täschchen, auch mit den Initialen noch, der großen Martina. Die hat den ganzen Wurf davon und Barbara Rittner versteht sich ganz gut mit der großen alten Dame des Tennissports. Ja, und somit ist der kleine Kollege überall dabei, auch wenn sie in Amerika ist, da hat sie immer spezielle Personen, die sich darum kümmern. Ständiger Begleiter. Ja, Wind ist jetzt sehr stark. Gegenwind für Müller. Das sollte ein Stopp sein. Das war natürlich kein Problem für Krabes.
Das ist übrigens das erste Aufeinandertreffen der beiden in einem offiziellen Match. Wunderbare Länge. Sie geht jetzt auch ihren Bällen besser nach. Sie steht enger an der Grundlinie. Das war im ersten Durchgang nicht so. Und dementsprechend schwierig wird es dann auch für Kravis. Oh, lala. Der soll ganz knapp im Aus gewesen sein. Martina Müller schaut nochmal hin. Also der war haarscharf und sie verlangt auch, dass die Schiedsrichterin sich das nochmal anschaut. Ja. Aber Kravis hat das auch sofort angezeigt. Enges Match jetzt. Länge ist sehr gut in den Grundschlägen. Sehr lang war der. Weil er eben auch zu kurz war. Da muss man ganz schön gegen den Wind ankämpfen. Kravis bleibt äußerlich sehr ruhig, Sand sicherlich nicht ihr favorisierter Belag. Das ist natürlich der Hartplatz. Sie ist zum vierten Mal in Berlin dabei. Kam bisher über die zweite Runde auch nicht hinaus. Könnte vielleicht schon vorentscheidend sein, wenn Müller auf der schlechteren Seite von den Windverhältnissen her jetzt nachgehen könnte. Das war natürlich ein Elfmeter und somit die Möglichkeit für Müller zum 2-0. Was für eine Wendung
in diesem Match für die 23-Jährige, die vornehmlich kleinere Turniere gespielt hat in diesem Jahr. Wir sehen, sie hatte doppelt so viele Breakchancen wie die Gegnerin. Die muss sie jetzt nutzen. Es ist zu kurz. Zwiegespräch von Müller mit dem Papa, der da auf ihrer Seite rechts von ihr aus gesehen sitzt, ganz vorne. Da haben wir ihn. Haben sich heute Morgen noch zusammen eingespielt hier auf dem Court, zusammen mit Julia Schruff. Reinhard Müller. Viel Kampf, aber sie hat das für sie so extrem wichtiges Spiel gewonnen. Die Jill Krabers. Aber es ist mittlerweile ein absolut ausgeglichenes Match. Bei wirklich nach wie vor prächtigen Bedingungen. Der Wind stört ein wenig. Aber wir haben hier schon schlechteres Wetter erlebt. War noch gut. Hat sie Glück. Fightet gegen den Wind. Wir sehen hier richtig, wie der Sand darüber wegfegt. Sehr gutes Tempo. Sehr gut gespielt. Vor- und davor Exzellenz mit einer guten Länge. Beinarbeit war prächtig. Aber das ist eh nicht das Problem bei ihr. Sie verfällt ab und an dazu, dass sie einfach zu passiv ist, zu sehr abwartet. Das war im ersten Durchgang auch so. Jetzt ist sie schon aggressiver am Ball. Schlechte Variante mit viel Spin, sehr lang gespielt und damit also die Führung für Müller im entscheidenden dritten Satz. So, wir sind zurück, 2-1 für Müller, Aufschlag Krabers. Es wird im Schatten jetzt ein bisschen kühler.
War nicht schlecht von der Länge. Ja, das ist jetzt die Seite, wo Müller breaken müsste. Denn da gibt es Vorteile. Gekonnt seit Länge war nicht schlecht, aber Müller ist nicht richtig nachgerückt. Aber Krabes war schon früh da, muss man sagen. Krabes übrigens die derzeit drittbeste Amerikanerin in der Weltrangliste. Man höre und staune. Davenport, Top 10, dann Venus Williams. Serena Williams, die verletzungsbedingt absagte, hat er seit Monaten nicht mehr gespielt. Viele sagen, die habe auch eine Menge zugelegt an Gewicht. So. Das ist nicht so sicher, ob die nochmal wiederkommt. French Open und Wimbledon auch schon abgesagt. Die ist immer unter Feuer. Breakball. Zu lang. Der ist sehr gefährlich, weil sie den falsch getroffen hat, Martina Müller. Mittlerweile fast Sturm hier. Brutal schwer zu spielen. Auch das bei diesem Flugball. Der sah so leicht aus, aber durch den Gegenwind aus Krabes Sicht ist der Ball plötzlich ganz kurz geworden. Und deswegen der Fehler. Da geht sie energisch nach. Sie muss das Break landen auf dieser Seite. Auf der anderen fightet man eigentlich permanent gegen den Wind. Rückhand ist eigentlich ihr bester Schlag. Ist er mit dem Körper nicht richtig hinterhergegangen, zu schnell aus dem Schlag raus. Sehr langes Spiel. Thank you.
Schöner Winkel. Schwierig den Longline zu spielen. Bekanntermaßen ist das Netz da ein bisschen höher. Na gut variiert. Ja, die werden wir gleich sehen. Flavia Panetta gegen Martina Hingis. Alle erwarten eine große Partie. Hoffentlich wird es auch eine. Chance war da, aber man muss auch sagen, Kravis hat da einwandfrei geantwortet. Das kennt man ja nicht nur vom Tennis, das kennt man auch vom Fußball, aber die werden das schon exakt durchsprechen. Und das war vielleicht ein Schlüsselspiel, darum auch die Notizen, denn sie hat die ein oder andere Chance gehabt, vor allen Dingen mit Rückenwind. Ich habe es ja angesprochen. Break auf der Seite wahrscheinlicher. Da bleibt sie gut dran, bleibt vorne stehen. Gegenstopp war natürlich besser, Aufschlag nur taktisch gespielt, knapp über 100 km/h. Sehr viel Kick, das heißt der Ball springt hoch ab. Gut, dass sie da Geduld hat. Nach dem guten Lob nicht auf, aber macht dann den Punkt prima zu. Und damit also 3-2 die Führung für die Deutsche. So, Martina oder Tina, wie sie genannt wird, Müller führt 3-2. Aufschlag Kravis.
Das könnte was werden jetzt. Gute Länge. Toll, dass sie da was riskiert. Von Anfang an den Stempel draufgesetzt auf diese Rallye, also diesen Ballwechsel, und damit 3 Breakchancen für Müller. Das war ein glattes Break. Und das auf der ungünstigeren Seite. Also jetzt sieht es wahrlich gut aus. Und wenn sie das Spiel hier durchbringt, muss man sagen, das wird auch er so sehen, dann gibt es große Chancen. Muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, zur Schiedsrichterin schauen. Ja, nach wie vor erlaubt, wenngleich es da schon mehrere Vorschläge gab, dass auch während der Einzelturniere gecoacht werden darf, richtig auf der Bank. Ein bisschen mehr Pfeffer reinzubringen, ähnlich wie beim Davis Cup also. Der fällt rein mit dem Gegenwind und mit dem Slice. Läuferisch ganz stark, nach wie vor. Hat sich Krabis aber auch völlig verschätzt. Lang. Aber wurscht. Erster Aufschlag wackelt. Zu passiv jetzt, Müller. Scheint links daneben gewesen zu sein. Aber vom Aufschlag her und auch von den Grundschlägen nur noch Slice auf der Rückhand, war das ein Tick zu wenig. Ist eine kleine Revanche auch hier, diese Partie, denn die beiden haben schon im Doppel gestern gegeneinander gespielt. Müller zusammen mit Schroff verloren gegen Castagno und Krabis. Castagno, Catalina mit Vornamen, eine junge Dame aus Kolumbien. In 3 war das. Tut sie ihr natürlich auch den Gefallen, dass sie da die Fehler macht, obwohl Krabis da mehr am Drücker war. Das war nochmal ein kleines Zitterspiel für Martina Müller, aber jetzt hat sie die bessere Seite und dazu eine komfortable Führung von 5:2 im dritten. So, Jill Krabis serviert, 2:5 der Rückstand aus ihrer Sicht.
Sehr exakt auf der Linie. Oui. Der war vom Rhythmus völlig daneben bei Krabis. Das gibt's ja nicht. Plötzlich weg der Rhythmus und damit nach einer, na schon, glänzenden Aufholjagd zwei Matchbälle für Müller. Einen viel mehr und das auf der besseren Seite. Mutig von der Amerikanerin. War ein bisschen alles oder nichts, denn es fehlte ihr von der Grundlinie schon an Länge. Und vor allen Dingen sind wir jetzt gespannt, ob der Rhythmus des Aufschlags wieder da ist. Zu spät getroffen, dadurch zu eng am Körper. Der ist ganz genau auf der Linie. Nächster Matchball. Wenn sie die Länge findet von der Seite mit Unterstützung des Windes, dann ist das ganz schwer für die Gegnerin, da was gegen zu machen. Könnte das zweite Erfolgserlebnis werden aus deutscher Sicht am heutigen Tag. Sie schaut rüber zum Papa. Also knapp war er. Sie gibt ihn gut. Krabis hat überhaupt nicht protestiert, also war korrekt. Heißt also zwei neue. Nochmal Matchball Müller. Das sind natürlich die Nerven. Ah.
Nummer 1, das ist die Stellung von Müller, die jetzt wieder nah an der Grundlinie agiert und dadurch mit Rückenwind richtig Druck entwickeln kann. Sie darf nicht zurückfallen an der Linie da hinten. Matchball, durchgefightet. Sie war wieder einen Tick zu weit zurückgewichen an der Linie. Dadurch Kravis mehr am Drücker. Angriffsball war nicht so gut vorbereitet. Vor allen Dingen ist sie zu langsam nachgerückt. Blickkontakt nochmal, aber er kann nicht mehr viel machen. Aufmunterndes Kopfnicken und dann zur nächsten Chance. Ist gefährlich und den müsst ihr jetzt machen. So geht's dann auch im zweiten Anlauf. Der erste muss schon durchgehen, aber egal. Sie richtet zwar ein schwieriges Match, gut zu Ende gefightet. Martina Müller, die zweite Deutsche, die hier in Runde 2 steht. Und dann würde der einen ganz großen Lied für Martina Müller, herzlichen Glückwunsch. Und natürlich auch unsere Anerkennung für Schildmann Jürgen aus dem Jürgenstag. Für ein gutes Spiel der Matschball. Sind wir also wieder, warten auf das Interview mit der Siegerin Martina Müller. Hier nochmal die Siegerpose, zweite Deutsche also heute, die die nächste Runde erreicht hat. Und wollen wir mal hören, was sie uns da zu sagen hat, auch zur nächsten Gegnerin. Der Vater darf sich freuen, sie darf sich freuen, wir dürfen uns freuen. Matthias Stach im Interview mit Martina Müller. Ja Martina, herzlichen Glückwunsch. Natürlich muss ich fragen, was war los im ersten Satz? Ja, es war ein bisschen plötzlich alles, die Anna Ivanovic hat aufgegeben und wir hatten nur 10 Minuten, um uns warm zu machen und eigentlich bin ich jemand, der braucht so 20 Minuten bis eine halbe Stunde, um richtig warm zu sein. Und dann ging es alles ziemlich schnell, natürlich ein bisschen nervös sowieso, mal wieder hier in Berlin und dann, ja, aber naja, dann habe ich mich versucht reinzukämpfen und dann wurden die Ballwechsel länger und das ist für mich einfach besser und ja, dann ist ganz gut gelaufen. Fight ohne Ende wie immer, aber vielleicht nochmal aus Sicht der Spielerin. Ich habe ein paar Mal gesagt, es ist wahnsinnig schwer auf der Seite hier gegen den Wind zu spielen. Wie ist das hier auf dem Court? Ja, also erstmal ist es sehr schwierig. Zum Schluss wurde es mehr Schatten, Sonne. Erstmal das war sehr schwierig und dann der Wind, der ist nicht immer nur von einer Seite, sondern er dreht hier irgendwie im Stadion und es ist ziemlich schwierig. Ich meine, sie hatte auch ein paar Probleme, also ich denke, wir beide hatten die und ja, naja. Wir haben auch den Papa gesehen. Ist es eigentlich ein strenger Trainer?
Naja, also streng muss man auch natürlich sein, wenn man als Trainer auch ist. Ich meine, ich sehe ihn dann als Trainer und nicht nur als Vater. Als Vater, Tochter sind wir. Wir sind einfach ein super Team, sowohl Vater, Tochter als auch Coach, Spielerin. Und ja, das zahlt sich jetzt mittlerweile wieder aus. Er hat sich einiges notiert. Wie macht ihr das nachher mit? Sprecht ihr das dann am Abend nochmal durch oder wie läuft das? Ja, meistens am Abend oder am nächsten Tag, also wie es halt so passt. Jetzt gibt es eine nette nächste Runde. Da gibt es eine Russin, die hat mal die US Open gewonnen und ist wieder ziemlich schlank in Form. Ja. Kuznetsova. Erstmal würde ich sagen, wahrscheinlich wieder Center Court, da kann man sich nur drauf freuen, oder? Ja, sicher. Ich habe dieses Jahr schon mal gegen sie gespielt auf Hartplatz, aber war ziemlich schnell das Spiel. aber ich meine, ich werde hier rausgehen, es genießen. Sie ist super in Form und ich werde mal gucken, ob ich sie ein bisschen ärgern kann. Außerdem ist noch Players Party. Schauen Sie vorbei? Ja, sicher. Viel Spaß, danke. Danke. Na, dann müssen wir wohl auch vorbeischauen, wenn Martina Müller da ist heute Abend im Intercontinental. 74% erste Aufschläge von Müller im Feld. Das Spiel dauert 1 Stunde 40 Minuten, 25:13, was die Winner anbelangt, zugunsten der Deutschen. Da kann sie sich auch 35 Fehler erlauben. Graber hat sich noch mal zwei mehr geleistet. Fünfmal kann Müller Graber den Aufschlag abnehmen, 87:72. Alles spricht hier für die Deutsche, die wir gerne wiedersehen gegen Kuznetsova. Gleich hier, Hingis gegen Pinetta. Bleiben Sie dran.